Plugin ist halt echt eine richtig coole Sache, weil das erweitert eure Möglichkeiten im Salon. Das heißt, ihr habt einen Basishaarschnitt und mit so einem Plugin schnell reingesetzt, kann man eben Haarschnitt verändern, man kann ihn ja neuartig aussehen lassen und wenn man keine Lust mehr drauf hat, nimmt man es raus. Das kann die Kundin auch sehr schnell zu Hause selber machen, wenn man es ihr zeigt. Ich habe mit der Visual Carving Methode gearbeitet und zwei Techniken eingearbeitet, einmal mit dem Blade Overcomb und einmal mit dem Skimming. Das hilft mir dabei, ganz besonders weiche Übergänge und sanfte Texturen in den Haarschnitt zu erzeugen. Um mit den Plugins weiterzuarbeiten, teile ich mir jetzt am Hinterkopf bei meinem Modell so eine circa 5 cm breite Abteilung ab. Und dann schneide ich meine Plugins zurecht auf dieselbe Länge wie meine Abteilung. So, jetzt kommt der spannende Teil und zwar wird jetzt das Plugin eingesetzt. Wichtig ist, dass man es gut andrückt, dass der Kleber gut auf dem Ansatz hält. Und so setze ich nach und nach mehrere Tressen übereinander, erst am Hinterkopf und dann mache ich dieselbe Methode an ihrem Vorderkopfbereich. Jetzt wird geschnitten und zwar mit dem Slide Cut, um Länge und vor allen Dingen auch Masse aus den Plugins zu nehmen und dann weiter mit dem Skimming, um einfach noch eine schöne weiche Textur und eine Verbindung zu dem natürlichen Haar zu erzeugen. Dann verbinde ich alles miteinander. Ich nehme dazu Microweb Fiber und somit habe ich wirklich eine schöne Textur, Beweglichkeit und habe im Grunde genommen ihren Basishaarschnitt so einfach nochmal auf eine ganz, ganz andere Ebene in eine neue Dimension gebracht sozusagen und eben Science Fiction für den Salon erzeugt. So, an meiner Seite ist jetzt Donella. Zum Abschluss in dem Look, in dem Augmented Undercut, habe ich jetzt nochmal Zero Gravity verwendet, einfach um nochmal mehr Griffigkeit und mehr Haltbarkeit zu erzeugen. Es ist ein sehr, sehr schönes Produkt, gerade dann, wenn ich sage, okay, ich brauche mehr Kräftigung, mehr Festigung und es verbindet mir einfach nochmal ihre Plugins mit dem natürlichen Haar.